And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword: The Shadow of the Templars. Now, I still don't know what to do with this blood pressure puzzle. However, as you may recall, Nurse Grendel told us to talk to Dr. Hagenmeier when we wanted to see Marquet. So that is what we are going to do now, in fact. And there's also something that we need to do with the statue eventually. Solange der Hausmeister mich beobachtet, kann ich die Skulptur auf keinen Fall verschönern. Yeah, we need to deface the statue, even though I don't know why we should, but the game tells us that we do. So, that is Dr. Hagenmeier. But let's talk to him first. Hey, Benoit. Kein Grund zu schreien. Was wollen Sie? Just wanted to chat with you. Kennen Sie die Schwester auf Station J2? Nein, Sir. Heute ist mein erster Tag hier. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich die Ersten im Bett vor mir habe. Ich meine natürlich Patienten, meine ersten Patienten. Natürlich nicht die Schwestern. Of course you don't. Bis später dann. Of course you do. Let's talk to Hagenmeier. Entschuldigung, aber... Ja, Sie müssen der Neue sein. Muss ich wohl. Ja, also, dann laufen Sie hier nicht länger rum wie ein aufgescheuchtes Huhn und machen Sie sich nützlich. Bunny, komm her, Junge. Das ist Benoit, mein Neffe. Könnten Sie wohl mal auf ihn aufpassen? Babysitten kannst du selber, Opa. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Ich bin Felix Hagenmeier. Und darf ich Ihnen sagen, was für eine Ehre es ist, Sie persönlich kennenzulernen, Sir? Sie stehen auf der medizinischen Ruhmeswand ganz oben, direkt neben Pasteur und Leary. Ich bin entzückt. Nein, es ist mir eine Ehre, auf Ihren Neffen aufzupassen, Sir. Ja, er kommt frisch von der medizinischen Fakultät. Das wird ihm die Augen öffnen, wenn er einen echten Arzt bei der Arbeit sieht. Darauf könnte ich wetten. Führen Sie ihn herum. Zeigen Sie ihm mal echtes Leiden. Okay, I think we can do that. Schauen Sie doch mal, was mir Schwester Grendel gegeben hat. Ah ja, freut mich, dass Sie das bei sich haben. Es macht einen guten Eindruck auf die Öffentlichkeit, wenn Medizinprofessoren alte, traditionelle Geräte benutzen. Würden Sie mir die Ehre erweisen, Ihre Hand schütteln zu dürfen? Würde ich nicht. Ich ermutige keine körperlichen Kontakte unter meinen Angestellten. Let's show Bunny around. Bis dann, Hagenmeier. Is he going to follow us? Yes. No. Let's talk to Bonnie. Hey, Benoit. Kein Grund zu schreien. Was wollen Sie? Hier, nehmen Sie dieses Blutdruckmessgerät. Aha, I think we just... Vielen Dank, Sir. Was soll ich damit anfangen? Also, naja, passen Sie gut drauf auf, bis mir was einfällt. I think we have solved Folgen the. Sie mir, Benoit. Ich bin direkt hinter Ihnen, Sir. The blood pressure puzzle. Oh, this is going to be funny. Danke, Schwester. Au revoir, Monsieur. Hi, ich bin's wieder. Ah, okay, we can't... Bis später.
There's no new dialogue. Hey, Benoit. Can we tell you to take his blood pressure, maybe? Ja, mein Herr. Would you please take Submarshall's blood pressure? Sind Sie startklar mit dem Blutdruckmessgerät? Bereit zum Aufpumpen, Sir. Was soll ich damit tun? Benutzen Sie es bei René Croquet. Okay. Hey, Benoit. Ja, mein Herr? Haben Sie noch das Blutdruckmessgerät, das ich Ihnen gegeben habe? Oh, sicher. Was soll ich damit tun? Use it on Nurse Grendel. Benutzen Sie es bei Schwester Grendel. Bitte? Nur zu, es wird ihr gefallen. Oh. Na ja, okay. This is going to be funny. He's really doing it. Dr. Stobart? Ja? Ich möchte Sie doch wirklich bitten, sich Ihre Schürze für den Pausenraum der Assistenzärzte aufzuheben. Oh. Das hier ist ein Krankenhaus, kein Kabarett. Ach, seien Sie doch nicht so verbissen. Ich habe alles gehört. Noch so ein Unfug und ich melde Sie Dr. Hagenmeier. Ah. But that was quite worth it. Hey, Benoit. Okay, let us stop fooling around. Ja, mein Herr. Use it on... Haben Sie noch das Blutdruckmessgerät, das ich Ihnen gegeben habe? The patient Sopmarsh. Was soll ich damit tun? Benutzen Sie es bei Eric Sopmarsh. Okay. Hey, Benoit. Ja, mein Herr? Haben Sie noch das Blutdruckmessgerät, das ich Ihnen gegeben habe? Oh, sicher. Was soll ich damit tun? Benutzen Sie es bei Eric Sopmarsh. Okay. Is this another timing puzzle? No, it is not. Okay. I think, we've officially solved the blood pressure puzzle. Now we need to get past this guard. Ich bin Dr. Stobart. Bonjour, Doktor. Haben Sie mal was von einem Typ mit Namen Marquet gehört? Der ist in Quarantäne. Direkt hinter dieser Tür. Marquet ist genau der Mann, den ich sehen will. Ich würde da nicht reingehen, wenn ich Sie wäre. Er hat Milzbrand. Hm. Ich muss meinen Patienten besuchen. Ups. Wozu? Routine. Ich muss überprüfen, ob er noch atmet. Und was, wenn nicht? Ich unterzeichne eine Urkunde und melde das Bett als wieder verfügbar. Das ist eine kalte und distanzierte Beziehung zum Tod. Ich bin so professionell, dass ich schon göttliche Züge trage. Der weiße Mantel steht Ihnen. Danke. Thank you. Haben Sie irgendwelche verdächtigen Charaktere auf der Station gesehen? Ja, habe ich. Ein Gorilla und ein Wiesel? Nein, ein ziemlich schäbiger Bär. Inwiefern hat sich der Bär verdächtig gemacht? Naja, er hat einen Zylinder getragen. Ist das gegen das Gesetz? Nein, aber ziemlich merkwürdig für einen Bären. Halten Sie es für möglich, dass der Bär ein verkleideter Mann war? Na, das ist doch wohl offensichtlich. Ich bin doch nicht total verblödet. Aber wer würde sich die Mühe machen, sich als Bär zu verkleiden? Ist nicht gerade so, als ob er dann unauffällig mit dem Hintergrund verschmelzen würde. Ich habe mich mit der Zentrale in Verbindung gesetzt und nachgefragt, ob irgendwelche Bären als vermisst gemeldet wurden. Von einem Zoo oder Wanderzirkus. Sie haben mir gesagt, ich soll die Stellung halten, bis Verstärkung eintrifft.
Ich würde mal sagen, die hatten recht. Es wäre dumm von mir, den Bären mit bloßen Händen anzugreifen. Kennen Sie diese rote Nase? Wen Sie mir nicht frech. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, habe ich noch nie gesehen. Let me show you this gem that I've stole. Kennen Sie diesen Edelstein? Das ist ein Smaragd, nicht wahr? Ja, glaube ich zumindest. Danke. Sind Sie Thomas Moalin von Gruber Electronic? Nein. Dann brauchen Sie das hier auch nicht. Was glauben Sie wohl, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Um Mäuse zu bränden, ohne sich zu bücken. unlikely. Schon mal was vom Club Alamut gehört? Nein, hört sich nach Mittlerem Osten an. Indeed, you are right. Können Sie sich einen vernünftigen Verwendungszweck für diesen Gips vorstellen? Vernünftig? Nein. Kindisch, ja. Aber daran haben Sie vermutlich schon selbst gedacht. Möchten Sie mir die Hand geben? Wofür? Als Geste des guten Willens. Wenn ich so darüber nachdenke, nein. Was fällt Ihnen zu diesem Taschentuch ein? Sieht aus, als hätte jemand damit dem Teufel den Hintern abgewischt. Ich gebe es nur ungern zu, aber damit könnten Sie recht haben. Bis später dann. Au revoir, Doc. Wenn Sie den Bären sehen, hauen Sie ihm einen auf die Nase. So I suppose we can't just walk in there. Besser Sie als ich, Mann. Or can we? We can just walk in. What? What kind of a hospital is this? Ja. Ich bin Marky. Ich habe Sie erwartet. Ach, wirklich? Und? Worauf warten Sie? Bringen wir es hinter uns. Ich will doch nur wissen, was ich mit dem Edelstein anfangen soll. Dem Lochmann-Edelstein? Ja, genau dem. Hier in meiner Tasche. Ich dachte, Sie wären einer von den Haschaschin. Ich doch nicht. Ich habe nie auf Lunge geraucht dabei. Also, hat man Sie an meiner Stelle geschickt? Ja. In Ihrem Zustand können Sie ja wohl kaum nach Irland reisen. Was soll ich mit dem Edelstein anfangen? Bringen Sie ihn zum Großmeister. Schnell, sagen Sie ihm, dass ich das Dreibein gefunden habe. Direkt hier in Paris. Haben Sie es? Noch nicht. Aber man kümmert sich bereits darum. Ich habe ein paar kleine Ganoven angeheuert, die sich auf solche Gaunereien spezialisiert haben. Sind das vielleicht zufällig Flapp und Guido? Sie kennen die beiden? Wir haben uns schon mal getroffen. Warum heißt der Große eigentlich Flapp? Was ist mit dem Haschi-Aschin? Er wird sich wahrscheinlich an Klausners Fersen geheftet haben. Er wird alles tun, um zu verhindern, dass das Schwert neu geschmiedet wird. Und das ist schlimm, oder? Klausner ist unterwegs nach Syrien. Auf ein ganz wildes Gerücht hin. Ein Wildgericht, meinen Sie? Er hat eine Theorie aufgestellt. Wo man vielleicht... Das ist aber jetzt genug Aufregung für einen Tag, Monsieur Marquet. Was machen Sie hier? Das sehen Sie doch, ich unterhalte mich mit diesem Patienten. Monsieur Marquet ist mein Patient. Wenn Herr Hagenmeier das hört... Okay, ich gehe ja schon. Ich habe sowieso alles aus Marquet herausgeholt, was ich wissen muss. Da sind Sie ja, Sir. Ich wollte Sie gerade holen kommen. Ich bin mit Ihrem Blutdruckmessgerät jetzt fertig. Danke, Bunny. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt ja, als hätte jemand einen Herzanfall. Ist schon in Ordnung, der Doktor ist bei ihm drin. Sind Sie sicher, dass das ein Arzt war? Oui, Monsieur. Er hat mir seinen Ausweis gezeigt.
Er heißt Dr. Bray. Hier arbeitet kein Dr. Bray. Ein Betrüger. Die Tür ist verschlossen. Helfen Sie mir, Wachtmeister. Treten Sie zurück, Monsieur. Ich habe Jacques Marquet gefunden. Hat er was gesagt? Ja, er hat geredet, zum allerletzten Mal. Ist er tot? Ja, von einem falschen Arzt, kaltblütig ermordet. Wie abscheulich. Was für ein Mensch würde sich als Arzt ausgeben und einen sterbenden Mann ausnutzen? War es Khan? Nein, ich weiß nicht, wer es war, aber sicherlich nicht Khan. Er ist geflohen, durchs Fenster. Mal von Hashi Ashin gehört? Nein. Marquet sagte, sie wären sein größter Feind. Sein größter Feind war der falsche Arzt. Erinnere mich bloß nicht daran, der Typ war bösartig. Er hatte einen wilden, starren Blick, wie ein toter Fisch. Ich werde keinem Arzt mehr trauen. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Marquet verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal erledigen können. Außerdem hätte Marquet ihn erkannt. Er war bis oben hin mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Er hätte nicht mal mehr die vier Reiter der Apokalypse erkannt, ohne dass sie sich vorgestellt hätten. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Das ist der Edelstein, den Pegram in Loch Maren gefunden hat. Hast du noch etwas über die Templer herausgefunden? Ja, habe ich. Der Bursche, der für ihren Niedergang verantwortlich war, hieß Philipp IV., König von Frankreich. Auch als Philipp der Schöne bekannt. Ich habe von ihm gehört. Nun, er ging in die Geschichte als Philipp der Gerechte ein, aber ich bezweifle, dass die Templer ihn so nannten. André kann dir sicherlich alles darüber erzählen. Weißt du, wozu das gut ist? Damit misst man den Blutdruck, oder nicht? Was machst du damit? Ich habe es im Krankenhaus mitgenommen. Könnte noch mal hilfreich sein. Du solltest es zurückbringen. Hast du kein schlechtes Gewissen? Nein. Ich werde besser zurückgehen und mit diesem Verrückten reden. Mit wem? Rousseau oder Sergeant Mouet? Oder meinst du André? Das darfst du selbst herausfinden. Ja, some hints there as to whom we should visit next. And when we'll come back, folks, we will decide who we are actually going to visit. So, until next time, folks, until then.